Eins, zwei, drei. Kira. Das sind sie, die Fledermausjäger. Kion, Pam und Kira. Ihre Nasen sind so gut, dass sie die fliegenden Säugetiere aufspüren können dort, wo die am Tag schlafen. Die Marzia Mattei kennt als Fledermausfachfrau ein paar Verstecke von ihren Schützlingen. Etwa alte Brückenbögen, wo sich die kleinen Tiere durch den Tag bestens verstecken können. Aber nicht immer sind die Verstecke so einfach zu finden wie hier unter der Brücke. Dazu sind die Fledermäuse in der Regel nur in der Nacht aktiv. Am Tag sind sie unsichtbar. Etwa die Hälfte von allen Schweizer Fledermäusen lebt im Baumstamm, also im Wald. Das macht es für uns extrem schwierig, um ihre Verstecke zu finden. Es ist fast unmöglich. Im Wald können uns aber die Hunde enorm helfen, bei der Suche nach den Fledermauswohnungen. Bis ein Hund Fledermäuse finden kann, braucht es einen Haufen Training. Im Wald zu suchen ist nämlich besonders schwer. Die Schwierigkeit ist, dass es im Wald, wo wir mit ihnen suchen, ganz viel Duft von anderen Tieren gibt. Darum müssen wir den Hunden beibringen, andere Tierdüfte quasi zu ignorieren. Das Fledermaustraining geht für die drei Hunde insgesamt ein Jahr. Die Hälfte davon ist schon um. Mit Belohnungen, einem Leckerli oder einem Spielzeug lernen Pam, Kira und Kion, was ihre Meister von ihnen wollen. Wenn sie mal fertig ausgebildet sind, werden sie mithelfen, die bedrohten Fledermäuse zu schützen. Denn nur dank ihrer Nase weiss die Fachfrau, wo es noch mehr Schutz braucht. So ist es zum Beispiel möglich, den Förster einen Hinweis zu geben, wo man bei der Waldpflege auf die Fledermäuse Rücksicht nehmen soll. Das ist das A und das O. Erst wenn wir wissen, wo die Fledermäuse sind, können wir sie auch schützen. Mehrere Fledermausarten sind vom Aussterben bedroht. Um das zu verhindern, könnten die Hunde Beitrag leisten. Die Spürnasen sind ja ganz generell clevere Tiere, wie auch unser Tontechniker gemerkt hat. Guten Hund.